Kennst du diese Werbung und Instagram-Posts von Online-Business-Coaches, die dann so an Ferraris lehnen oder vor riesigen Villen stehen und so weiter? Was macht das mit dir? Ist das was, wo du sagst, ja, das will ich auch haben? Oder spürst du da eigentlich weniger? Also ich gehöre zu den Menschen, die da ein bisschen weniger spüren, weil das sind alles Sachen, die mag ich gar nicht haben. Ja, ich mache mal gerne einen schönen Urlaub von mir aus, auch in einer schönen Villa, aber will ich darin wirklich wohnen? Ich habe gerne ein Auto, das gut funktioniert, aber muss es ein Ferrari oder Lamborghini oder so etwas sein? Also ich muss sagen, ich persönlich spüre da nichts. Mir geht da das Herz nicht auf. Ist aber ganz okay, wenn es dir so geht. Ich weiß nur, die meisten Leute, die zu mir kommen, die wollen natürlich gutes Geld verdienen. Und die, ja, das sind oft die Leute, die wirklich ganz, ganz viel leisten und ganz, ganz viel herschenken und sich am Ende gar nicht trauen, wirklich gutes Geld für ihre tolle Leistung zu verlangen. Und das muss anders werden. Du musst genug Geld verdienen können. Aber geht es wirklich nur ums Geld, wenn es ums Online-Business geht? Das ist die Frage, die ich dir heute gerne stellen möchte. Also ich habe dir erzählt hier in diesem Rahmen und ich erzähle es auch sonst immer wieder, ich bin ja wirklich ganz tief in der Zinseszinsfalle drinnen gewesen. Also das heißt, ich habe wirklich so richtig gar nichts gehabt, oft nicht gewusst, wie ich die Miete den nächsten Monat zahlen soll. Und wie es dann bei mir bergauf gegangen ist mit meinem Online-Business, wie ich dann endlich meine Zinsen und meine Zinseszinsen bedienen konnte und da immer freier geworden bin. Was ich da gemerkt habe, ist, wie viel Freiheit mir das auch sonst verschafft hat, nicht mehr jeden Monat rechnen zu müssen, nicht mehr andauernd Angst zu haben, wie schaffe ich das alles. Das hat mir unbändige Freiheit im Kopf gegeben, überhaupt erst einmal dahin zu denken und was will ich eigentlich wirklich machen und wem möchte ich am meisten helfen. Da habe ich gemerkt, wie viel meiner Energie gebunden ist in diesem Geldthema und wie viel Energie dadurch jetzt eben frei ist für ganz andere Sachen. Also das heißt, wenn du Coach, wenn du Trainerin bist, dann willst du natürlich gutes Geld verdienen. Das ist nun mal, anders geht's hier bei uns leider nicht. Das ist die Währung. Das braucht man für alles Mögliche. Aber ich weiß, dass die meisten Leute, die zu mir kommen, noch viel, viel mehr wollen. Und ehrlich gesagt, so ganz klein gesagt, sie wollen die Welt retten oder zumindest eine Delle schlagen in die Erde. Ja, also das heißt, wenn du gehst, dann möchtest du etwas hinterlassen. Wenn ich das über dich sage, stimmt das, dann möchtest du gerne haben, dass du die Welt irgendwie zu einem besseren Ort gemacht hast. Weil ich weiß, dass ganz viele Leute genau deswegen überhaupt Coaches geworden sind. Warum hast du deine Ausbildung angefangen? Coach wird man ja meistens nicht am ersten Bildungsweg. Das ist meistens was, das kommt oft in einer Lebenskrise, dass man selber eine Methode sucht und dann eine Methode findet und sagt, hey, diese Methode ist so cool, die hat mir geholfen. Ich möchte jetzt mit dieser Methode mehr Menschen helfen. Und dann geht man hinaus und hat irgendwo so dieses Bild und diesen Plan von, ja, von Leuten, die sich in Workshops treffen und von Leuten, die zu dir ins Coaching kommen. Und ganz oft ist es aber dann so, dass es zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel ist. Und ich spreche da einfach aus guter Erfahrung aus meinem eigenen Coaching-Business. Ja, und dann darf man dahin und dann tritt man die ganze Zeit kräftig da im Hamsterrad. Und was wäre, wenn das anders wäre? Und das kann ein Online-Business für dich machen, weil wenn du mit deinem Wissen online gehst, wenn du Online-Kurse kreierst, dann können viel, viel mehr Menschen deine Lehre sehen, können viel, viel mehr Menschen von deiner Methode profitieren. Und genau das ist die Delle, die du in die Erde schlagen kannst. Also, wenn du weiterhin nur offline bleibst, ja, dann wird das nichts mit dem Reichtum, voraussichtlich, kann ich nur sagen, aber nicht nur das, dann wird das auch nichts mit dem Traum, wirklich vielen Menschen zu helfen und ein großes Lebenswerk zu hinterlassen. Also, überleg dir gut, wie es weitergehen soll, wie vielen Menschen du helfen möchtest. Ich treffe immer wieder Menschen in meinen Strategiegesprächen, die sagen, ich habe so tolles Wissen und ich habe nur noch so und so viele Jahre, bis ich aufhöre zu arbeiten, bis ich in Rente gehe und ich möchte das so gern irgendwo für die Nachwelt hinterlassen. Und die meisten reden nur davon. Und dann irgendwann sind sie nicht mehr da. So wie eine Tante von mir, die eine ganz eine tolle Geschichte hatte, die durchs Bomben-Nachkriegs Dresden gegangen ist, alles Mögliche mit ihrem Fahrrad und das mir erzählt hat und ich wollte ihm ein Buch davon schreiben. Und sie hat gesagt, ach nein, das mache ich eines Tages selbst. Ja, die Tante ist leider tot, das Buch gibt's nicht. Wie ist das mit deinem Wissen?
Soll das eine Hinterlassenschaft sein? Soll das ein Lebenswerk sein, ja, wo du ganz vielen Menschen hilfst mit deinem tollen Coaching-Wissen? Ja, und das ist das, was für mich viel, viel mehr zählt, als an einen roten Ferrari zu lehnen oder irgendeine Villa mit Pool zu haben. Natürlich ist Geld wichtig und ich freue mich auch drüber. Geld ist vor allem wichtig für die Sicherheit. Geld ist wichtig, damit man sich weiterbilden kann, damit man reisen kann, damit man einfach, ja, durchatmen kann und die Energie frei ist. Aber was ich das Allerwichtigste finde, das ist, dass man wirklich etwas hinterlässt, dass man wirklich etwas tut. Und Online-Kurse, die bleiben auch, wenn du gehst. Und Online-Kurse, die bringen dir schon zu Lebzeiten ganz viel Geld und auch ein gutes Auskommen im Ruhestand. Ja, deswegen lass uns doch gemeinsam die Welt retten. Ich sehe das immer so als ein Netzwerk, dass ich Menschen helfe, die Menschen helfen. Und ich helfe diesen Menschen genau dabei, dass sie mehr Menschen finden, denen sie helfen. Bist jetzt mitgekommen? Das ist mein Netzwerkgedanke. Und den möchte ich dir gerne weitergeben. Und deswegen lass uns gemeinsam die Welt retten mit deinem Online-Kurs. Und wie du deinen Online-Kurs starten kannst, da findest du jede Information darunter. Ab 15. Dezember gibt es auch all diese wunderbaren Online-Kurs-Erfolgsgeschichten in Buchform zu kaufen. Und ja, außerdem gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie du bei mir starten kannst und wie du dein Wissen online stellen kannst. Also kram hier drunter, schau mal und du wirst auf jeden Fall was finden, wie du mit deinem ersten Online-Kurs starten kannst. Wir sehen uns morgen wieder mit der nächsten Geschichte.